wir haben, wunderbar, wir haben Bier und Würstchen. Man hat so keine Map in-game. Da träumt jeder Bauer von. Der hat eine Grube. Eine richtige Grube. Ja, willst du mich verarschen? Dann krieg ich die Klappe auf. Und dann werden wir erstmal das Bier hier reinstellen. Wir werden nämlich jetzt erstmal in die Stadt fahren und uns was zu essen kaufen, weil wir haben halt nur einmal Würstchen. Das macht einmal Hunger weg. Und wenn das dann weg ist, dann ist halt schon doof. Aber ich möchte ganz gerne gerade sitzen. Wir drücken jetzt einmal Return, um in den Modus reinzukommen. Ich habe mir auf Alt, habe ich mir meinen Zoom gelegt und dann kann man hier zack. Und wie jeder weiß, wir haben hier einen Diesel. Das heißt erstmal vorglühen. Während der vorglüht, kann man ja schon mal gucken, dass man hier zum Beispiel die Handbrake hat. Mit rechter Maustaste macht man die los und mit linker Maustaste macht man die wieder fest. Und dann kann ich mich hier mal rübergehen und kann hier mal Radio anmachen. Zack, zack, zack. Und dann kann ich hier erstmal einen Sender suchen. Ja, das hört sich nicht so toll an. Was haben wir hier noch so? Ich glaube, das war's jetzt. Ja, das war's wohl. Na egal. So, oh, guck mal, er ist fertig. Dann. Und ein bisschen mit den Gaspumpen. Ah, und das war's. So, man hat's gesehen. Man kann natürlich jetzt sich auch frei umgucken mit der Maus währenddessen. Das ist gar kein Problem. Ah, ich hatte noch gesehen, F3 sollte die Spiegel einstellen irgendwie. Ach so, ja, stellt die Spiegel aus. Okay, gut. Performance-Gründe. Was auch noch ganz nice ist, wir haben jetzt zwar zwei Briefkästen, aber ich gehe davon aus, dass das einfach auch noch zu meinem Grundstück gehört, ist dieser wunderschöne Kackelaster oder Benzinlaster. Ich habe keine Ahnung, was der transportiert. Und da sehen wir haben Holz. Und da haben wir unseren Anhänger und da haben wir unseren Trecker. Und damit können wir dann Holz hacken und können dann das Holz verkaufen und kriegen dann da hoffentlich richtig, richtig viel Geld. Weil unser Summer Car kostet natürlich Geld. Das ist doof, wir haben halt nur 3000. Wir sind hier in Finnland und in Finnland ist alles teuer, besonders Alkohol. Ja, also es gibt hier drei Kategorien von Straßen. Wir haben einmal hier diesen Hoppelweg, auf dem wir jetzt sind. Der ist ungefähr so breit wie mein Bulli. Wir haben dann noch sowas wie Landstraßen, so, ohne Begrenzung, da werdet ihr dann gleich noch sehen. Und dann haben wir auch noch größere, also sowas, ja, so. Im Prinzip eigentlich genau wie die Straßen, die ihr aus den Russian Car Crash Videos kennt, wo Leute immer auf einer tierisch langen Straße überholen müssen, exakt dann, wenn der Gegenverkehr kommt. Und du denkst, wie blöd können die eigentlich sein? Oh, scheiße, oh fuck, oh fuck, oh fuck, scheiß, nein, Dreck, fick dich! Oh Gott! Oh. F ist übrigens benutzen. Alles klar. Boah, auf den Schrecken, ey. So, vielleicht können wir uns jetzt erstmal so hinsetzen, dass ich auch den Tacho richtig lesen kann. Enter Driving Mode! Weiter geht's. So, das ist jetzt hier, ich sag jetzt mal, Straße Stufe 2. Also, ne, schon hier halt Landstraße. Okay, Deutschland ist eher schon Feldweg. Und hier wäre jetzt Stufe 3. Wir müssen übrigens nach... Wie heißt denn das überhaupt? Ach, das finden wir schon wieder. Oh, Alter, was da für ein Mock hinten rauskommt. Da drauf trete. Alter, schwarze Kackstift. So, hier wollen sie abbiegen. Ich hätte auch blinken können. So, hier ist jetzt 60. Ich denke mal, das halten wir auch ein. Weil wir hier vorne gleich... Ich überlege, ob wir gleich tanken. So, einmal Blinker setzen und rüber. So, voilà. Oh, das geht mir echt auf den Sack hier. So, das hier aus. Handbremse anziehen. Einmal Return drücken. Tür aufmachen, raus, Tür zumachen. So, jetzt wird es natürlich ganz witzig hier. Ja, hier, jeder weiß, 98er Diesel gibt es nicht, es gibt nur Diesel. Und das hier ist ein Diesel. Woran wissen wir das? Genau, weil er ein Glühkerzenzeichen hat. Also, naja, gut, und weil man es hört. So, dann halt. So, dann drehen wir das jetzt mal los.
Den Deckel kann man zum Glück irgendwie nicht verlieren, den schnappt er sich hier automatisch, keine Ahnung. So, dann picken wir mal die Nose und halten das hier einfach mal so rein. Und dann macht er das hier schon selber. So, machen wir das hier richtig. Na gut, okay, gut, lassen wir das jetzt mal so. Den füllen wir erstmal voll und dann kaufen wir gleich noch ein bisschen was zu essen. Erstmal genug, dass wir was haben, weil es ist jetzt ja schon so ein bisschen Weg gewesen. Ne? So, Dropnosel. Und machen das hier wieder zu. Man könnte jetzt auch einfach wegfahren, weil ihr seht, mein Money steht immer noch bei 3000. Wäre jetzt also nicht so, also, na gut, tragisch wäre es schon, aber... hallo! Da steht schon, und das, da steht es auch richtig auf der Kasse, ne? Das hier, weil das habe ich jetzt getankt. Minun pitäisi tuo pupi aukaista ihan kohta, niin jos sulla jotain vielä on, niin nyt olisi hyvä aika pois. Ah, I'm about to close the store. Warte mal, ist da jetzt... Warte mal, ich glaube, der meint das ernst, ne? Kiitoksia, tervetuloa uudelle. Was? Nein, ich will hier noch was kaufen. Ich will hier... Sausages kosten 10,95 Mark? Oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das sonst... Finnische Kronen, aber warum ist das vom M? Mark? Keine Ahnung, das sind Mark. Das sind jetzt Mark für mich. So, 9,95. Pizza. Pizza ist eigentlich ganz geil. 1, 2, 3. Ich weiß, dass die Sausages eigentlich fast voll machen. Kaufen wir da auch mal 3 von. Und was haben wir hier? Sind es noch? Makaroni. 1, 2, 3. So, was ist das? Yeast? Das ist doch Ketchup. Juice-Konzentrat, okay. Oh, alles klar. Oh, 149 Mark! Alter! Meine Fresse! Wenn bei uns der Kasten 14 kosten würde, also 15 eventuell, dann würde ja im Verhältnis die Pizza nur 90 Cent kosten. Also, meine Fresse. Okay, gut. Aber wir brauchen Bier. Scheiß drauf. Ich will hier nicht so oft hinfahren. Dann nehmen wir noch einfach mal 3 Chips mit. Hauen wir jetzt mal richtig rein. Und Milch. Die wird uns doch bestimmt schlecht. Scheiß drauf. Wir können auch aus dem Wasserhahn trinken. So, was haben wir hier sonst noch so? Ach, das ist... Lieber. Das ist Yeast. Ich hab Kekse. Also, ja, okay. So, Zucker. Zucker. Ich nehme mal einen Zucker mit. Wer weiß, wofür wir das brauchen. Moskitospray. Ha! Ich kann doch was gegen die Scheiße machen. So, was machen wir denn jetzt hier? 250 Mark kostet das. Holy fuck, Alter. Oder... Doch. Heißt doch, dass das 250 Mark kostet, oder nicht? Das Scheiß auf Glücksspiel mache ich jetzt nicht. Motoröl, Coolant, Brake, Klatschfühlt, Fanbelt. Ja, das ist schön, dass es hier sowas gibt. Ansonsten müssen wir, glaube ich, die Sachen im Katalog dann kaufen. So, was haben wir denn jetzt? Willst du mich verarschen? 583 Mark 57? Das waren nur ein paar Pizzen, Würstchen und Bier und Chips und Macaroni und Zucker und vollgetankt und... Aber... Okay, gut. So. Klimper, 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 klimper. So. Ich bin schon halb schmutzig. Ich habe auch schon ganz schön Hunger. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt... Ich will das auch nicht benutzen. Ich habe echt ein bisschen Angst, wenn ich das benutze, dass das dann alles auseinanderfällt. Und wenn mir das hier auseinanderfällt, dann weiß ich auch nicht. Das wäre mir echt ein Ding. Nee. Zack, zack, so. Wir fahren jetzt erstmal wieder nach Hause. Es wird ja sowieso jetzt gerade Abend. Ha, komm, hier rein. Warum geht das so langsam? Zur Hölle. So, Tür. So, jetzt ist es zu. Das muss man schon hören, das wenn, ne? So. Enter Driving Mode.
Ignition. Und dann müssen pumpen. Komm schon. So. Alles klar, irgendwann verreckt mir die Karre hier auch. So, dann dran und los geht's. Oh, warte mal, wir können hier mal Licht anmachen. Ah, so. Oder Fernlicht. Aber wenn keiner hier ist, können wir auch Fernlicht machen. Wir haben übrigens auch noch, da kann ich ja mal gerade hier, wir haben hier neben auch noch einen Pub. Der hat aber geschlossen, wenn der Laden auf hat. Und wenn der Pub auf hat, hat der Laden geschlossen, weil es ist halt ein Besitzer. Man kann halt nicht beides machen. Im Pub gibt es Alkohol, glaube ich. Also nehme ich jetzt mal an, dass es da auch Alkohol gibt, aber...